mein Blog, meine Lieben. Heute sind wir in Koi-Teich. Ich möchte gerne mal was zeigen. Jetzt wird es bei meinen Koi wohl auch losgehen mit Laichen. Die Männchen fangen an, die Weibchen zu jagen, wie ihr da bestimmt schon gerne seht. Ich habe da hinten eine Laichbürste drin. Da muss ich den Herrn gleich noch ein bisschen aufstocken. Das ist natürlich krass. Und da bin ich mal spannend, so wie ihr seht, dort in der Mitte, der Kohaku ist ein Männchen, das andere dahinter sind auch Männchen und ein Weibchen vorne weg und alles hinterher. Also, wie ihr seht, die Männlein drücken und drücken und drücken. Das sind die ersten Anzeichen von Ableichen. Das kann sein, ob die heute noch ableichen oder sonst morgen in den frühen Morgenstunden. Wenn ihr sowas im Teich habt, ganz wichtig, füttert bitte nach 7 Tage mindestens die Fische nicht. Macht viel, viel Wasserwechsel und versucht so viel Laich wie möglich rauszuholen. Es sei denn, ihr möchtet hunderte kleine Keulen bei euch im Teich schwimmen haben. Die werden nicht so hübsch aussehen. Das sind dann so eine wirklich so eine entweder krumme oder talhässliche oder ne, halt sowas alles. Wie gesagt, aber sehr, sehr wichtig, Wasserwechsel, Wasserwechsel, Wasserwechsel. Und ich werde jetzt mal vorbereiten, ein bisschen noch Laichbürste reinmachen, damit ich so viel wie möglich rauskriege. Danke auf jeden Fall für euer Interesse schon mal, meine Lieben. Und ich sag mal, wir hören und sehen uns. Und wenn es soweit ist, melde ich mich bei euch. Ich danke euch. Bis dann, euer Matthias. Tschüss.